Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute gibt es das erste Video zum Thema Minimalismus auf meinem Kanal. Ich möchte ein bisschen weniger haben. Ich werde mit euch jetzt mal meinen Schrank ausräumen in verschiedenen Teilen. Heute soll es mal nur um die Oberteile gehen und ich habe einfach zu viel. Ich habe zu viel, was mir nicht passt und ich habe zu viel, an dem ich noch irgendwie hänge, was ich aber nicht anziehe, was Blödsinn ist. Und das werden wir heute zusammen machen. Ich gucke immer schon hinter euch, weil da ist die Schublade, die zeige ich euch jetzt gleich. Die ist voll. Da passt nichts mehr rein. Und wie ich schon mal gesagt habe, bei mir ist es so, viel Auswahl ist bei mir Katastrophe. Viel hilft bei mir überhaupt nicht viel, weil ich ziehe dann trotzdem die gleichen Sachen an immer. Und das überfordert mich auch, das erschlägt mich immer so ein bisschen. Und das möchte ich auch so ein bisschen loswerden. Ja, also diese Lasten loswerden, so von Klamotten und so, die man eh nicht anzieht. Wo man sich aber immer denkt, ah, das könnte ich noch brauchen oder ah, das tue ich nicht weg. Aber man muss sich mal speziell fragen, zieht man es an? Möchte man es nur als Erinnerungsstück? Und das geht nicht. Weil ich werde ja auch irgendwann mal umziehen und ich möchte mir diese Aufgabe nicht erst anlasten, wenn ich umgezogen bin. Da hat man genug Aufgaben dann mit Möbeln etc. und so weiter und so fort. Also mache ich das jetzt schon so nach und nach, dass ich mich von Dingen trenne, dass es mir halt einfach auch besser geht, weil ich mich halt einfach auch mit dem Minimalismus auseinandersetze. Nur hebe ich einfach alles immer noch auf und so geht's halt auch nicht. Und das werde ich mit euch jetzt zusammen machen. Ich werde ja jetzt mal meine Schublade ausräumen und mit euch zusammen so ein bisschen gucken, was kann man noch brauchen, was kann man nicht mehr brauchen, was ziehe ich an, was ziehe ich nicht mehr an. Und das machen wir jetzt zusammen und jetzt zeige ich euch erstmal meine Schublade, die gerammelt voll ist. Das hier ist meine Kommode. Das ist wirklich voll bis oben hin. Ich habe jetzt auch schon mit mir zusammen ausgemacht. Mit mir zusammen klingt, als wäre ich mehrere Personen, aber ich habe mit mir ausgemacht, wenn neue Kleidungsstücke hier reinkommen, fliegen Kleidungsstücke raus. Also es gibt es nicht mehr, dass ich nur T-Shirts kaufe und sie da reinstecke, sondern es müssen welche raus. Ich habe zwei Bio-T-Shirts gekauft, da durften dann zwei und mehrere T-Shirts dann auch gehen. Aber jetzt machen wir diese ganze Geschichte mal extremer, weil ihr seht, das ist voll hier. Und ich habe, ich habe jede Menge T-Shirts schon in der Wäsche. Also ich habe noch mehr T-Shirts. Und um die soll es aber heute nicht gehen, sondern es geht nur um die T-Shirts, die jetzt mal hier drin sind. Es darf gestaunt werden, welche Sachen hier rausgekommen sind. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt stemmen? Wie soll ich denn das jetzt machen? Ah! Man merkt, ich bin dieser Problematik lange aus dem Weg gegangen, weil ich genau vor diesem Problem davon laufen wollte. Aber es wird halt immer mehr. Das macht es halt nicht besser. Also ich habe mir jetzt gedacht, es gibt so ein paar Sachen, die ich verkaufen möchte. Die habe ich auch schon mal auf Kleiderkreisel angeboten. Und falls ihr die haben möchtet, könntet ihr die haben. Also verkaufen würde ich es ja. Aber dazu noch am Ende des Videos. Das hier ist so ein Fall, das hebe ich schon seit 3 Jahren auf und ziehe es nicht mehr an. Und jetzt tue ich es weg. So. Unter euch, unter die Kamera. Das hier auch. Das ist so ein T-Shirt von H&M. Das hatte ich aber mal auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist komplett ausgeleiert. Weg. Ich finde, man erkennt auch so ein bisschen am Knitterstatus eines Shirts, ob man es aufgetragen hat oder nicht. Das gefällt mir eigentlich echt gut, ja. Jetzt, wo ich es auch so in der Hand habe und so, lassen wir mal noch. Mal gucken, was am Ende so übrig bleibt. Dann habe ich hier noch so einen Kandidat, der auch aussieht wie so ein Knitter. Kandidat. Gefällt mir eigentlich vom Motiv her echt gut, aber von der Qualität her ist es doof weg. Das hier ist ein Lieblings-T-Shirt von mir. Das bleibt definitiv. Das macht auch echt eine saugute Form.
Obwohl es S ist, passt es mir halt immer noch. Man sollte halt auch was sehen, ne? So. Hier haben wir ein Flohmarkt-Fundstück. Boah, ich liebe das. 1 Euro. Wisst ihr, wie ich meine? 1 Euro. 1 verdammter Euro. Das ist toll. Das ist einfach super. Das hier ist jetzt auch so ein Flohmarktfund, aber das fühlt sich schon scheiße an, das T-Shirt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du ein T-Shirt anfasst und das ist einfach so von der Qualität her schon so. Oh, muss das wegtun. Habe ich auch nur vom Flohmarkt. Habe ich halt jetzt nicht so oft angehabt. Ich tue es jetzt mal noch auf die Seite zu dem anderen T-Shirt. Mal gucken. Oh, wie ich so entscheide. Hier, das ist hier so ein Kandidat. Den mag ich irgendwie auch nicht so richtig. Ich tue übrigens die T-Shirts, die bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie behalte, die tue ich gleich weg in die Schublade. Das zeige ich euch dann nachher auch noch. Das hier ist auch so eine ganz schlimme Angelegenheit. Das hat hier so Nieten. Das kann man also in der Kamera nicht so richtig sehen. Und das ist aber so komplett ausgeleiert inzwischen. Das kann ich nochmal anziehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Weg. So. Die T-Shirts, die ich verkaufe, die zeige ich euch ganz am Schluss, würde ich mal sagen. Das ist jetzt das Ergebnis davon. Ich habe jetzt alle T-Shirts eingerollt und die, wo unsicher waren, habe ich alle weggetan. Ich habe nochmal mit mir gesprochen und die Entscheidung steht, die ziehe ich nicht an. Punkt. Nicht vergessen, ich habe noch einige Klamotten in der Wäsche. Also, da kommt schon noch ein bisschen was rein. Und die Sachen, die ich verkaufen möchte, die müssen hier auch erstmal noch vorübergehend rein. So, ich habe es ja schon gesagt, dass ich hier ein paar Sachen habe, die ich nicht mehr anziehe, weil ich nicht mehr reinpasse. Die ich aber trotzdem gerne mag. Bringt nichts. Kannst nicht anziehen, wenn ich nicht reinpasse. Also. Ihr habt immer meine E-Mail-Adresse unten in der Infobox. Da klickt ihr mal rein. Ich habe die Sachen zwar zum Teil auf Kleiderreisel, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ihr könnt es hier über das Video machen. Einfach mir dann eine E-Mail schreiben, wenn ihr ein Interesse habt an der Klamotte. Dann einfach kurz Bescheid geben. So, fangen wir mal mit dem ersten Amplifit T-Shirt an. Die sind ja so ein bisschen auf kaputt gemacht. Also, das meine ich hier. Das war schon immer so. Und die sind auch verkehrt herum. Also, das ist dieses Zeichen von Amplifit. Die machen den Druck verkehrt herum aufs T-Shirt. Also, die Nähte sind außen. Und das ist ein T-Shirt von David Bowie. Und ich sag euch, wenn das nicht S wäre, weil ich muss inzwischen M tragen, wenn das nicht S wäre und eine sehr knappe S, also es ist echt eng, würde ich es auch weitertragen. Hier ist das Logo von Amplifit drauf, also es ist ein Original-T-Shirt. Das hat mich damals, oh, ich habe das gehickt und gepflegt. Das hat mich damals 40 Euro gekostet. Das war für mich das höchste der Gefühle, kann man wirklich sagen, weil so viel gebe ich normalerweise nicht mehr für Oberteile aus, außer ich gucke auf Qualität. Dann haben wir hier ein T-Shirt von Jack Fu. Jack Fu heißt eigentlich Fuck You. Ist eine Berliner Marke und das sind halt Skater-T-Shirts jetzt und ich war so blöd und habe mir diese T-Shirts immer in S gekauft, anstatt ich sie mir gut sitzend in M gekauft hätte. Die würde ich so auch nicht hergeben, aber es passt halt nicht mehr. Das ist Nummer 1. Und wie gesagt, das sind Drucke, auf die man aufpassen muss. Und da müsst ihr gucken mit dem Waschen. Das nächste T-Shirt ist auch von Amplifit. Auch wieder verkehrt herum. Also so habe ich sie meistens dann auch gewaschen, weil da muss ich echt aufpassen.
Und bügeln ist nicht bei solchen Aufdrucken, das darfst du nicht machen. Das habe ich ja echt, ich habe es geliebt, das T-Shirt, ich habe es geliebt. Aber es passt nicht mehr. Naja. Für alle Implifi-T-Shirts hätte ich gerne, also nicht für alle jetzt einen Konvolutspreis, sondern für jedes T-Shirt einzeln 5 Euro. Die Implifi-T-Shirts 10 Euro und Porto müsst ihr extra zahlen. Da hätten wir noch ein Implifid und zwar die gute Blondie. Ich würde das niemals hergeben. Das war mein T-Shirt damals. Da hatte ich noch die blonden Haare und ja, ja. Dann habe ich hier 2 T-Shirts. Einmal eins von von Arena. Das war hier so ein kleines, zuckersüßes Oberteil, trägerlos, das hebt. Da sagen wir auch mal einen 5er, damit wir uns das merken können. Das hier, wenn ihr das eine nehmt, dann kriegt ihr das dazu. Das ist von Gina Tricot, das ist zu viel wert. Aber das ist halt mir viel zu eng, da geht nichts. Das ist zwar M, aber da komm ich nicht mehr rein. Dann hätten wir hier noch mal ein Jackfruit-T-Shirt. Also merkt euch die Jackfruit-T-Shirts. 5 Euro. Die Amplified-Geschichten 10 Euro. Und das ist halt auch ein Lieblings-T-Shirt von mir gewesen. Das ist das pupsende Monster. Also die könnte ich niemals in die Kleidersammlung geben, die sind echt zu schade. Und jetzt haben wir hier noch eins mit dem auslaufenden Punkt. Das ist so geil. Das ist aber echt Neon. Ja. Und dafür hätte ich auch gerne 5 Euro. Ebenfalls von Jackfruit. Ich muss mal noch mal gucken, ob bei Jackfruit, wie es momentan aussieht, was sie für Sachen haben. Und da werde ich mir definitiv noch mal was kaufen, weil ich mag die Marke. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe einige T-Shirts von denen. Ja, und falls ihr ein Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail. Ich melde mich ab, rutscht mal auf die Seite und verlinke euch 2 Videos. Ich habe keine Ahnung, welche Videos das sein werden. Schenkt mir einen Daumen nach oben, falls euch mein Video heute gefallen hat. Schaut die nächsten Minimal-Videos an. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao!